Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Cloppenburg-Vechta, Franz Josef Holzenkamp, tritt bei der diesjährigen Wahl nicht wieder an. Die Partei sucht daher derzeit einen Nachfolgekandidaten. In Cloppenburg kamen die vier Bewerber am Montagabend zu ihrer letzten gemeinsamen Vorstellungsrunde zusammen. Im Saal des Hotel Taphorn standen Silvia Breher aus Löning, Dr. Michael Stinken aus Ramsloh, Josef Kuhlmann aus Lindern und Dr. Benedikt Olberding aus Lohne, der Parteibasis. Rede und Antwort. Für Unterhaltung sorgte zwischendurch der Liederkranz Cloppenburg mit einer Gesangseinlage. Die Urwahl des zukünftigen Bundestagskandidaten erfolgt am 3. Februar im Vechta Rasterdom.